So, ich mache noch mal ein kleines Video für euch im Backexpert. Das ist so ein Elektroladen, sage ich jetzt mal. Und da gibt es wirklich nicht mehr viel. Also jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, da haben wir hier, ich zeige es euch mal kurz. Da haben wir hier Blu-ray und wir haben hier zwei DVD. Und das war's dann. Und dann haben wir hier noch die 18er. Und da haben wir noch, da haben wir ein paar Boxen. Und da haben wir ein paar Boxen. Und das war's jetzt hier. Ne? Deswegen wird das Video auch nicht besonders lang. Ich schalte jetzt nochmal um und schaue nochmal detailliert nach, was ist so hier im stationären Handel beim Beck haben. Was haben wir da? Da ist die Star Wars Box. Dann haben wir hier die Tempelritter. Lucifer. Die Piraten der Karibik. Das war dann hier das eine. Und dann haben wir hier die Magnum Box. Die Columbo Box, die hatte mal einen Sohn. Die schrecklich nette Familie. James Bond. Blu-ray. Weiß jetzt gar nicht, was da alles drin ist. Dann Fast and Furious Box. Dann haben wir hier die Stallone Box. Nee, was ist denn das hier? Klassiker der großen Stars. Ach so, da sind wir bei dem Punkt. Die Klassiker der großen Stars. Was sind denn die Klassiker? Der letzte Ausweg. Across the Tracks, Der lange Weg, Time to Kill. Also ich würde mal sagen, da sind nur Schrottfilme drauf bei den Klassikern der großen Stars. Das ist wirklich nichts. Dann haben wir die Supernasen. Ich meine, das ist natürlich, Supernasen ist Kult. Und allen voran, was 12 DVDs, die Supernasen mit 12 DVDs. Da haben wir dann einmal die Piratencenter Powerplay, die Supernasen, zwei Nasen Tank Super, die Einsteiger. Seitenstechen, ach das, wo er das Kind bekommt, das ist natürlich auch ein Schrott. Dann haben wir Zeitliche Hoden 1 und 2. Geld oder Leber, Schloss am Wörthersee. Die Supernasenbox, okay. Braucht man nicht unbedingt, Louis de Venet ist natürlich Kult. Was haben wir da oben drauf? Quietsch, quietsch, Verbot nach Öl, Louis Schlitzohr. Ein paar Gute sind dabei, aber auch nicht alle. Das hat es natürlich gespiegelt. Brust oder Keule. Dann die Karl May Winnetou 1 bis 3. Gut, die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Dann schauen wir nochmal schnell hier rein. Das ist also DVD A bis S. Y und Z. Top Gun sind beide Teile drin. Hab gar nicht gewusst, dass die eine Doppelbox haben. Dann haben wir gesprengte Ketten. Den habe ich ja auch. Ein alter Klassiker. Habe ich ja bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr gesehen. Dann Rio Lobo habe ich ja auch. Das sind aber noch einige. True Grit. Rio Lobo war ja mein erster Western. Den fand ich immer als Kind sehr toll. Good Morning Vietnam kann ich gar nichts mit anfangen. Das ist für mich tot langweilig. Ja, Oppenheimer war mein Kino. Einmal schauen reicht in dem Fall. Was haben wir denn da? Im Morgen brach die Hölle los. Im Morgen, Richard Burton, im Morgengrauen brach die Hölle los. Aha. Gendarmbox habe ich ja alle schon. Ja, ansonsten, das waren die DVDs und dann haben wir hier noch die Blu-rays. Den hatte ich mir letztens geordert, Over the Top. Aus meiner Jugendzeit ein Film. Was haben wir denn da? 5 Transformers. Der neue Avatar, den man sich auch sparen kann. Universal Soldiers. Top Gun. Magic Mike. Und dann sind wir schon bei A. Creed. Das ist doch der Rocky, ne? Nee. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein so ein Box-Fan, wenn ich ehrlich bin. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Dann der Gnadenlos, den müsste ich mir mal anschauen. Das ist ja eine Amazon-Produktion. Habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich mir mal anschauen. Ansonsten war es das jetzt ziemlich hier. Also hier gibt es nicht mehr viel. Und ja, schauen wir mal, wie lange diese ganze Abteilung noch existiert. Und ich verabschiede mich.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.